Level 42 ist mir dann doch ein bisschen zu. Bereit zum Handel mit Vorräten, Munition und Ausrüstung. Okay. Ah. Boah. 398. Das heißt, wir haben jetzt bald gar keinen Platz mehr hier drinne. Willkommen, Responder. Ich bin zum Handel mit Vorräten autorisiert. Zeig aber, was du hast, du kleiner Brutkasten. Können wir dem auch Sachen verkaufen? Oha. Hier können Sie Ihre Vorräte, auffüllen. Responder. Klingenkorn. Eichhörnchenbissen. Ja, esse ich ab und zu auch. Stimpaks verdünnt. 36. Leck mich am Arsch. Ich bin zum Handel mit Vorräten und Ausrüstung autorisiert. Ein Kronkorken, Bitch. Verstärkte Roboterrüstung. Schwere Lederrüstung, Sie Sturmgewehr, Radiumgewehr. Solange der Vorrat reicht. Bauplan Klavier. Du heiliger Bimbam. Munition und andere Vorräte sind für Responder verfügbar. Raider Power Rüstung. Notfallprotokoll. Was ist das denn? Ja, das bringt mir nicht viel, du Pfeife. Können wir dem nicht die ganze Munition, die wir haben, verbrauchen, die wir nicht brauchen, Leute? Wenn wir mal ehrlich sind. 45er Patronen. 700. Können wir alle mal reinnehmen. Die 700 Patronen da. Oh, wir haben sogar zwei mit 50% Fusionszellen. Werde ich niemals benutzen. Harpune. Kann ich alles verkaufen. Kaliber 50 Bälle. Leuchtfackeln. Weg damit. Mini-Atombombe lassen wir natürlich. Raketen behalten wir auch. Das brauche ich nicht. Wir machen die Raketen. Haben wir Raketen noch? Nee, aber wir können die Waffe mal weglegen. Egal. Warum ist die Lagerkapazität denn Schwarzpulvergewehr? Das will ich zum Beispiel behalten. Das ist geil. Granatwerfer. Totenkatastrophe. Ja, das Problem ist die Powerrüstung. Hier, das können wir verkaufen alles. Das sind alles legendäre Teile. Können alle weg. Und Munition, wovon wir so übelst viel hatten eben gerade. Mini-Atombombe, Waffen, Raketenwerfer packen wir erstmal weg. Na, der Rest ist egal. So. Quatschen wir mal mit ihm hier. Tauschen wir mal. Decken Sie sich ein, solange Sie die Möglichkeit haben. Egal, ob wir wenig dafür kriegen oder nicht, ja. Ich brauche das alles nicht. Grüße, Responder. Grüße. Anforderungen sind jetzt verfügbar. Ach, wir können die Munition nicht wegverkaufen. Fuck mich doch mal am Arsch. Was sind technische Daten, Mann? Wagen Sie sich nicht ohne die nötigen Vorräte ins Ödland.
Die brauchen wir, unsere Munition, die wir benutzen, die auch. Ich bin zum Handel mit Vorräten. Warte, guck mal, da steht Wert 3. Warum kann ich dem Arschloch das nicht verkaufen? Hat der bestimmte Munition oder Geld? Ja, lol, der hat keine Kronkorken mehr, oder? Warte, wir testen das mal aus. Ja, auch wenn er Kronkorken hat, kann man ihn nicht verkaufen, okay. Decken Sie sich ein, solange Sie die Möglichkeit haben. Willkommen, Responder. Ich bin zum Handel mit Vorräten autorisiert. Na, guck mal, wir haben die. Gott. Kleidung. Waffenfavorit. Ja, ist nur das. Munition. Ja. Und andere Vorräte. Warum quatsch mir keine Ohren, Alter? Responder verfügbar. Das heißt, die Munition können wir gar nicht verkaufen. Die 44er. Der Fusionskern muss eh drinnen bleiben. Digga, den Rest werfe ich weg, Leute, Alter. Ohne Witz, Mann. Leuchtfackel braucht kein Mensch. Vielleicht kommt ja einer vorbei, Alter, der kann sich darauf einhobeln. Das brauchen wir, also wir brauchen die 808er, wir brauchen die Schrotflintenmunition. 10mm 45er brauchen wir nicht, aber wir behalten die 45er mal. Vielleicht brauchen wir die irgendwann mal. Ich glaube, die 45er ist nicht in der einen Waffe drin, die ich haben wollte, ne? Das ist doch, das ist 45er, seht ihr? Die 45er muss ich behalten, die Munition. 45er Munition muss ich behalten. Waffen. Weil die will ich auf jeden Fall dann noch besser machen. Ab Stufe 20 dauert ja nicht mehr so lange. Schwarzpulvergewehr. Die ist besser. Die kann weg. Da, die will ich behalten, weil die habe ich gefunden. Totenkatastrophe. Ziel brennt. 3 Sekunden lang. Das ist mit 10 mm. Könnte ich normalerweise mal mitnehmen. Die kann ich aber benutzen, weil das ist eine spezielle Waffe. Granatenwerfer M79 mit 40 mm. Haben wir 40 mm? Ja, 40 mm Granatenwerferpatronen. Aber benutzen wir halt nicht, ne? Armbrust können wir erstmal mitnehmen. Mini-Atombombe und Raketen haben wir noch drin. Fusionskern haben wir auch jede Menge. Dafür kriegt man zum Beispiel sehr viel Geld. Aber die gammeligen, die kleinen Fusionskerne kann ich eigentlich mitnehmen, ne? Die unter 30 sind, sind halt completely useless. So, können wir dem Kackvogel noch was verkaufen? Wir können den nicht mal Fusionskerne verkaufen, warum nicht? Der triggert mich voll, der Typ. Wagen Sie sich nicht ohne die nötigen Vorräte ins Ödland. Habe ich dem meine gute verkauft? Wenn Sie Vorräte einzutauschen haben, kann ich helfen. Und totale Katastrophe wollten wir ja benutzen. Okay, die haben wir noch drinne. Ja, okay. Ja, dann lassen wir es erstmal so. Totale Katastrophe. Ja, wir haben eh noch genug Munition davon. Und ich meine, warum nicht benutzen, ne? Warum leckt denn das hier so? Heiliger Kuhmist. Ja, wir müssen ja immer noch da hinten in den behinderten Ghoul töten.
Na, gucken wir mal, ob hier noch irgendwas Tolles ist. Oha, wie er brennt, der Knecht. Alter, wie er brennt, Leute. Ja, brenn, du Knecht. Au, hör auf, ey, zu scheppern. Du sollst brennen, Kollege. Right away. Das ist gut. Rat away ist gut. Aber glaub mir, die Munition wird in der 10 mm, die werden wir so schnell wegballern. Alter. Powerrüstung. Lol. Torso? Wir haben das Nein, das ist der rechte Arm. Fuck. Uns fehlt das rechte Bein, ne? Ja, genau, das rechte Bein war ja bei uns im... Na, wie heißt's? D45-Sensor? Was war das denn? War das ein Mod? Das ist ein Sensor, den man in die T45 einbaut. Irgendwas kann der Mod, das weiß ich auf jeden Fall. Entferne hochstufige Powerrüstungsteile, um diese Powerrüstung zu tragen. So dumm. Ohne Witz, Mann. Naja. Jetzt können wir die Powerrüstung nicht tragen. Das finde ich zum Beispiel ein bisschen blöd. Warum können wir nicht die Powerrüstungsteile tragen? Das war zum Beispiel bei Fallout... Dings nicht so. So. Wartet mal. Wir müssen an die Straße wieder zurück. Aber wir wollen ja einen Ghoul haben, ne? Ja. Aber ihr seht, das Core haben wir unten rechts 2. Ja, scheiß Straße entlang. Alter, geil, die Waffe. Holy shit. Wir brauchen gar nicht so viel, ne? Auf die draufballern. Die Waffe ist echt gut. La la la. Oh, schön Aluminiumboxen mitnehmen. Aluminium ist immer Mangelware in dem Game. Immer, ich guck ja... Öfter mal, also ich spiele ja mit einem Kollegen sonst immer zusammen, aber der kann halt abends immer nicht so. Und der hat zum Beispiel voll den Aluminiummangel. Zementsack. Impacts, seht ihr? Weiter. Jetzt haben wir hier nämlich auch den Punkt zum Hinschweben. Perfekt. Ich will halt unbedingt, ne, die Powerrüstung tragen. Ich muss unbedingt Level 20 werden. Ah ne, 25. Das dauert noch so lange, Mann. Aber ich sehe manchmal, das Komische ist, ich sehe manchmal Leute, die sind Level 18, die tragen trotzdem in der Powerrüstung.
keine AP mehr. Geil, Alter. Lecker, gib mal her dein Fleisch. Richtig schmackhaft, der ganze Scheiß. Hallo, guten Tag. Oh, hier sind Fallen. Wir haben die Fallen hingepackt. Kleinen Schlawiner. Dann nicht mal gute Sachen. Wir brauchen Hilfsmittel. Abgekochtes Wasser. Wir waren schon wieder am Limit, was Durst und so angeht. Ich finde die Übersicht in der Power-Rüstung geiler. Wir werden wieder Hundefutter aus Dosen essen, weil die wiegen immer sehr viel. Und dann nehmen wir einmal Red Away. Weil hier unten da haben wir Red. Das ist zu rot. Red X, Red Away nehmen wir verdünnt, weil das schlechter ist. Ist nicht so gut. Aber wir sind voll jetzt. So. Pyrogranate, das ist geil. Das ist eine Eisgranate. Der leckere Hirsch hier. So. Und dann geht's da längs. Ich hoffe, die Scheiße ist nicht hinter den Bergen da, ne? Irgendwo. Dass wir da nur schwer rankommen. Und vielleicht von hier so rum, hier längs, dann schrei ich. Dann schrei ich aber richtig, Alter. Dann schrei ich ganz, ganz laut, Leute. Das Ding ist, diese Rose nervt voll. Sie sagt immer, wir sollen irgendeine Mission machen, damit diese Bitch uns vertraut, ja? Und schickt uns von ein anderen Stück Weltteil zum anderen Weltteil. Das nervt. Das ist das, was nervt. Weil ich glaube, hier ist ein Berg. Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Wir werden sehen. Ich muss unbedingt noch mal Fallout 4 installieren, Leute. Das triggert mich heftig. Ich will wissen, ob es tatsächlich wirklich so krass war, dass die Ausdauer so schnell weg war. Auch bei Fallout 4. Das glaube ich nämlich nicht. Guck mal, wie das aussieht, wie wir hier rumlaufen. Lalala. Das ist ja ein guter Zaun hier. Ja, Sicherung. Denn hier. Oh. Lol, hier ist ein Bunker. Ist hier ein Fallout-Bunker gewesen? Sieht ein Fallout-Bunker aus, ne? Heiliger Strohsack. Event der Boote. Sind aber kein Boote. Wir möchten eigentlich nur da oben rauf. Hallo. Ja, RIP, da oben kommen wir nicht längs. Und die Wand geht ja noch länger und noch längs weiter hier. Der Strich, der hier ist. Das heißt, die Wand müsste hier irgendwo rumgehen. Wir gucken mal. So könnte ich gar nicht spielen. Es gibt Leute, die spielen so. So, ich krieg's nicht gebacken. Event. Der Boot. Ach, die scheiß Bahn hat geschwebt. Heiliger. Biber. Da ist der Biber. Komm her.
aber leid. Überzahn. Oh, Holzreste. Der sammelt Holz. Der gute Biber. Komm, dem lassen wir leben. Seinen Onkel haben wir getötet. So, dann gehen wir mal hier hoch.